Am stürmischen 26. August war es soweit. Der langjährige Geschäftsführer der Stadtwerke Hettstedt, Lothar Wachsmuth, sollte in den Räumlichkeiten des Kolping-Berufsbildungswerkes Hettstedt offiziell in den Ruhestand verabschiedet werden. Zahlreiche Gratulanten aus der Branche, aber auch anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen ließen es sich nicht nehmen, Herrn Wachsmuth die Ehre zu erweisen. Eine Laudatio auf den künftigen Pensionär hielt der Hettstedter Bürgermeister Dirk Fuhlert. Herr Wachsmuth wurde 1957 in Volkmaritz geboren und lebt seit langem in Dederstedt. Nach verschiedenen beruflichen Stationen landete er 1987 in Hettstedt und hatte sein Amt schon 1993, 3 Jahre vor Gründung der Stadtwerke inne, damals als Geschäftsführer der Wärmeversorgungsgesellschaft Hettstedt, einem Tochterunternehmen der Wohnungsgesellschaft. Seitdem begleitet er jede Entwicklung des Unternehmens bis zum heutigen Tag. Und dafür dankte ihm Herr Fuhlert. Ähnlich äußerte sich Heinz Rother, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke, der die einzelnen Entwicklungsschritte in den letzten Jahren würdigte. Natürlich gab es vom Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung, von Stadträten und der Stadtverwaltung Blumen und einen Reisegutschein als Geschenk. Alles, alles Gute für dich persönlich, für die Gesundheit, für die Ehe, alles Gute, dass auch mit der Frau es immer weiter bleibt. Wenn nämlich die Sache ist, man ist dann 24 Stunden zu Hause, dann ist das manchmal nicht einfach, aber ich weiß, das klappt schon bei euch. Also alles Herzliche von uns, von der Verwaltung, von allen, die hier sind, von uns als Aufsichtsrat und Gesellschaftsversammlung und einen wohlverdienten Ruhestand. Herr Wachsmuth ergriff dann in der gewohnt bescheidenen Art selbst das Wort. Wenn man so lange da ist, hat man ja so einfach eine lange Zeit erlebt von einem Start und Anfang von einer verarmten Betreuergesellschaft zu einem Unternehmen, wie es sich 2020 darstellt. Und der lange Zeitraum reflektiert dann natürlich auch eine enorme Entwicklung. Ja, und das ist objektiv eine Sache eben auch der langen Zeit. Und auf der anderen Seite hat es da auch darauf hingewiesen, da lege ich immer Wert drauf, dass die Beschäftigten da eine große Rolle spielen. So ließ er die letzten Jahrzehnte Revue passieren und wagte einen Blick auf die Ruhestandszukunft mit Arbeiten am Eigenheim und Reisen. Schließlich erfolgte eine symbolische Staffelübergabe vom noch Geschäftsführer der Stadtwerke Hettstedt, Lothar Wachsmuth, an den neuen Geschäftsführer Mario Arnold, der am 1. September das Zepter übernehmen wird. Herr Arnold stammt aus Dankerode und war langjährig bei einem großen Energieversorger beschäftigt.